Wort und du darfst die Leute jetzt von dir und deiner Person überzeugen. Viel Spaß. Ja, Anna, vielen Dank. Und ich nehme erstmal einen Schluck Wasser. Hallo. Weil es ja wirklich tatsächlich knackig warm ist. Deswegen möchte ich auch meine Rede umso kürzer halten und mich erstmal bei allen bedanken, die heute hier mitgeholfen haben beim Aufbau. Das ist tatsächlich so wie fast alle Sachen bei uns bei der AfD echte Handarbeit. Viel Ehrenamt weiterhin dabei. Vielen Dank an euch und ich glaube, das ist auch ein kleiner Applaus wert. Wir sind hier heute zusammengekommen als Familienfest und deswegen sagen wir eben auch Familie, das ist uns ganz besonders wichtig und Familien brauchen Sicherheit. Familien brauchen Sicherheit und zur Sicherheit gehört dazu, dass wir auch oder dass Familien Dächer über dem Kopf haben, Häuser, Wohnungen, in denen sie leben können. Und das ist tatsächlich hier ein Thema, gerade in Königs-Wusterhausen, wie in fast allen Speckgürtelgemeinden, dass das immer schwieriger wird. Die Mieten werden teurer. Ja, Wohnraum an sich wird sowieso immer weniger und da möchte ich kurz drüber sprechen. Es ist so, dass wir von der AfD verschiedene Punkte haben, die wir einführen möchten. Und zwar wollen wir, dass das Wohngeld erhöht wird und die Anträge dafür leichter werden. Hintergrund ist der, dass der soziale Wohnungsbau, so wie er in den letzten Jahren gemacht wurde, ausgesorgt hat, kann man eigentlich so sagen. Denn es ist so, dass wir, wenn Sozialwohnungsbau irgendwo stattfindet, dass es dann in der Regel so ist, dass diese Wohnungen sofort mit Migranten sozusagen bezogen werden und man gar keinen Zugriff mehr darauf hat. Das ist so und wir wollen das ändern, dass es eben nicht so bleibt. Deswegen sagen wir, sozialer Wohnungsbau ist für uns erstmal nicht möglich, aber denjenigen, die Hilfe brauchen, da kann man über das Wohngeld reden und das erhöhen, um dort wirklich auch noch ein lebenswürdiges Wohnen möglich zu machen, dass die Miete nicht alles auffrisst. Das Zweite ist, was wir einführen wollen, dass das beziehungsweise ändern wollen, das ist das sogenannte Landesentwicklungsprogramm. Da geht es darum, dass Berlin und Brandenburg zusammenarbeiten, so steht es jedenfalls auf dem Papier, um hier Infrastruktur und auch Wohnungen und so weiter vernünftig einzuplanen. Das Ding an der Sache ist nur, dass Brandenburg dort über Jahre hinweg immer, man kann das sagen, regelrecht untergebuttert wurde. Das bedeutet, dass wir in der Regel immer den Kürzeren gezogen haben. Laut dem aktuellen Landesentwicklungsplan ist es so, dass wir beispielsweise, dass Gemeinden von uns keine Bauplätze ausweisen können. Das führt dann dazu, oder nicht flächendeckend, aber bei einigen ist das der Fall. Das führt dann dazu, dass wir gerade bei kleineren Gemeinden Folgendes haben. Dort haben wir Familienverbünde, die haben, wohnen dort in einem Haus oder auf einem Grundstück oder einem Dreiseitenhof. Und dann werden die Kinder irgendwann flügge oder auch die Enkelkinder. Und dann möchten die vielleicht auch in dem Dorf weiter wohnen. Aber es gibt überhaupt keinen Wohnraum. Und bauen können sie nicht, weil keine Bauplätze ausgewiesen werden. Das bedeutet dann für viele Familien, dass die Kinder und Enkelkinder dann teilweise kilometerweit wegziehen müssen und somit auch wieder Familienverbünde auseinandergerissen werden. Das sind Dinge, die wollen wir abstellen. Wir wollen, dass der Landesentwicklungsplan, dass der überarbeitet wird und dass wir hier in Brandenburg nicht der Vorort von Berlin werden, sondern dass wir hier auf Augenhöhe mit den Berlinern verhandeln können und unsere Position als Brandenburger, als Graveer, als Storkower, als alle hier in Brandenburg durchsetzen können, liebe Freunde. Wohnungsbau muss von irgendjemandem gemacht werden, Hausbau ebenso. Und für diejenigen, die vielleicht Mietshäuser bauen wollen, ist es oftmals ein Hindernis, dass die Baukosten, Bau- und Nebenkosten sehr, sehr hoch sind. Auch da wollen wir ran. Wir wollen das weiter absenken und wollen das vor allem auch entbürokratisieren, dass dort nicht so viele Steine in den Weg gelegt werden. Und was ganz besonders wichtig ist, ist, dass wir auch die Grunderwerbsteuer abschaffen wollen, nicht für jeden, sondern auch wieder ganz speziell nur für einen bestimmten Personenkreis, nämlich für diejenigen, die so mutig sind, sich selber was aufzubauen und dann auch in der Immobilie selber wohnen werden. Dafür wollen wir, dass die Grunderwerbsteuer abgeschafft wird, dass dort eine wirkliche Entlastung für unsere Häuslebauer stattfindet. Wir haben auch noch einen ganz wichtigen Punkt, der auch hier gerade Königs Wusterhausen betrifft, denn ich möchte es kurz ansprechen. Viele von Ihnen haben das ja in den Briefkästen schon drin gehabt. Da geht es um den Königspark. Momentan findet da ja eine Umfrage statt. Grundsätzlich begrüßen wir so etwas, weil es eben Teil der direkten Demokratie ist.
Allerdings ist es so, dass wir für das Bauvorhaben Königspark dort oben, so wie es jetzt geplant ist, von AfD-Seite aus relativ wenig Liebe übrig haben. Das hängt damit zusammen, dass dort unterschiedliche Personenkreise tatsächlich, man möchte fast sagen, über den Tisch gezogen wurden. Insbesondere dort oben die quasi Neu-Diepenseer oder die Diepenseer, die damals zugesagt bekommen haben, dass dort eine Gewerbeansiedlung hin soll und sonst nichts weiter. Und jetzt sollen dort oben mehrere tausend Wohnstellen, Wohnplätze den Leuten vor die Nase gesetzt werden. Und das ist zumindest für die Kollegen dort oben oder für die Nachbarn inakzeptabel. So, darüber hinaus ist es so, dass dann gesagt wird, dass dort Wohnraum geschaffen wird für KWer. Es wird immer gesagt, für eure Kinder wird dort Wohnraum geschaffen, die müssen ja auch irgendwo wohnen. Das Problem an der Sache ist aber nur, dass wir das jetzt hier gesehen haben, und das betrifft nicht nur Königs Wusterhausen, dass die Wohnungen, die gebaut werden, so exorbitant teuer sind. Also das sind teilweise Kaltmieten von 20 Euro plus. Wer soll sich das eigentlich noch leisten? Das ist sehr, sehr schwierig für viele von uns. Und gerade in dem Punkt muss man dann eben einfach auch ran. Und deswegen haben wir ins Programm reingeschrieben, wir wollen ein sogenanntes einheimisches Modell auch durchführen und einführen. Die Punkte, wie wir Baukosten senken können, um dann nicht so eine hohen Mieten zu haben, habe ich gerade schon gesagt. Aber dann geht es eben darum, an wen das vermietet wird. Und wir wollen hier nicht der Vorort von Berlin werden, sondern es geht darum, dass hier nicht Berliner Probleme gelöst werden mit unseren Flächen, sondern dass tatsächlich wirklich auch, wenn Wohnraum geschaffen wird, dass es dann möglich sein soll, dass vor allem auch KWer bzw. Anwohner dort einen Erstzugriff haben. Und es sieht dann so aus, gibt es in anderen Bundesländern auch schon, da geht es dann darum, dass man eben sagen muss, wie lange ist man schon gemeldet in der Gemeinde, gibt es vielleicht Familie dort, ist man engagiert in Vereinen, bei der Feuerwehr. Diese ganzen Dinge spielen dort eine ganz wichtige Rolle, indem man, um dann auszuwählen, wer kriegt eigentlich eine Wohnung oder wer eben nicht. Diese Zustände an sich, die haben wir ja selber nicht gemacht. Wir haben hier 30 Jahre SPD, fast 30 Jahre SPD-Regierung in Brandenburg, aber wir sind zumindest dafür da, um die Auswirkungen abzumildern. An der Stelle bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Nur gemeinsam sind wir stark. Wir schaffen es tatsächlich wirklich nur gemeinsam. Am 22. September gilt alles. Wir werden jetzt hier noch mehrere Redner haben. Freue mich auch schon auf Christoph und auf den Peter Böhringer. Anna steht schon in den Startlöchern. Ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Verlauf für euch. Danke.